So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Na, die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gut. Gute Idee. Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe ihn.
Was haben wir denn? Hey, super, ein Zielfernrohr. Scheiße, runter, runter. Was machen wir? Gar nichts. Da ist ziemlich viel los, was? Was soll's? Mist, kein Essen. Und ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Scheiße, ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf dem scheiß Pickup finden. In dem Truck muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Suchen wir weiter. Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Wenn man das hört, wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem wachsam bleiben. Ich meinte nur, es ist gut, dass du bei mir bist. Das war ein Kompliment. Okay.
der Market Street. Ja, das haben sie gerade so. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Wenn die irgendwo auftauchen, das wird wohl sein Glück sein. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe ihn. Scheiße. Dort rechts! Feigling! Okay. Los, Deckung! Hier! Ich sehe ihn nicht! Ah, er ist weg! Ist er noch da? Er ist weg! Hey Mann, wir können das doch regeln, oder? Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte.
Okay. Hey, hilf mir hoch. Hier, komm her, Ellie. Okay. Komm schon. Na bitte. Da. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Sieben. Zehn. Weiter. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Was machst denn? Ich schwöre es. Du hast 25 Dosen Bacon? Ja, 24. Hab eine verzogen. Da hast du 24 Dosen Bacon. Ich bin im Hotel von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay. Wann machst du mehr? Warum? Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich da recken lassen sollen. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Bacon, Mann. Da schmeckt das gut.
ist eine Art Geschützturm. Bleib unten! Lenk ihn ab. Okay.
Joel! Du musst aufpassen! Okay! Ich glaube, sie sind weg. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir müssen weg. Dann sieht es jetzt vermutlich wie hier aus.
Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist sehr ehrenhaft. Na bitte. Cool. Das würde Ellie gefallen. Halt! Seid alle mal leise. Weg von den Fenstern! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Uns Deckung. Was gefunden? Na klar. Nichts. Sam, da oben war wohl jemand, bleib bei ihr. Aber sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles ab... Ach du Scheiße! Gib mir Deckung. Ich gehe ran. Ich passe auf. Wo steckst du bloß? Ich hab dich! Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na los, hier auf den Tor. Thank you.
Mist, da sind noch mehr. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Ganz gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen.
wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay?